So könnt ihr den nächsten halben Tag durch die finsteren Krallenwälder, den Kraienforst ziehen, von der Isenfuhler Erzmine an dem erbedlen Gut vorbei in Richtung des nächsten Berges, der euch dort erwartet. Vor allem die Fährtensuchen-Fähigkeiten der beiden Goblins helft euch hier wohl weiter, denn die Gefährten haben zahlreiche Spuren im Holz hinterlassen, die man deuten kann und so erreicht ihr am Ende des Tages die nächste Mine, die sich ebenso wie die Erzmine durch lautes Klopfen ankündigt. Ihr könnt an den Waldrand herantreten und seht die Palisade dort aufragen, einige Feuer, die dort im Inneren brennen, und es riecht nach Schmiede. Was mögt ihr tun? Bevor die Goblins irgendetwas tun, würde ich sie gerade mal sagen: Jetzt nicht drücken. Na, wir sind doch nicht doof, wir wollen ihn doch nicht auf uns aufmerksam machen. Aber ich könnte mal auf den Baum klettern und gucken, wie das da drin aussieht. Ja, mach mal. Die Menschen, die sind viel zu beeindruckt von deiner Klugheit. Wir können jetzt nichts sagen. Genau, ich bin halt strunzklug. Wir sollten uns einen besseren Überblick verschaffen. Ja, hab ich doch gesagt, ich kletter auf den Baum. Hörst du gar nicht zu? Gut, meinst du, der da ist hoch genug? Auf der Krone kannst du zumindest etwas sehen. Ich weiß nicht, ob du das Ganze sehr gut oder. Schau erstmal. Goggelmoggel, halt mal meine Rüstung. Warum muss ich die denn halten? Weil. Ja, weil die schwer ist und ich da nicht klettern kann. Ach so, weil ich so stark bin. Na gut, dann gib mal her. Okay. Boah, die müffelt aber ganz schön, besonders an deinem Puppes. Bäh. Da ist ja mit die kleiner Cloud. Ach, das ist so klug, Goggel. Kletternprobe, minus 3. Ah, jetzt habe ich den Minus vergessen, aber ist auch Ja, so gut. waldkundig zählt. Das wäre eine zusätzliche Erleichterung. Und du kannst dir den höchsten Baum aussuchen und dann relativ entspannt aus der Entfernung. Schauen wir mal nach. Bohren lässt du natürlich unten, stellt sich dann hier auf den Baum und kannst dann die Meter dort rüber blicken. Muss gerade mal schauen. Sind das 120? Ja, 1 zu 1. Sinnenschärfeprobe. Und du kannst natürlich auch hören würfeln, du kannst natürlich auch andere Sinne anbieten. Ja, ich würde Was halt dir so erstmal, also ich einfällt. würde so eine Mischung, also ich würde zwei würfeln. Einmal für was ich halt sehen kann und einmal für was ich hören kann, wenn das okay ist. Es ist Dämmerung, das auf alle Fälle. Bist du Ich bin dämmerungssichtig. nachtsichtig oder? Okay, dämmerungssichtig nur. Gut, dann würde ich dir die Sichtprobe auf alle Fälle erschweren und je nachdem, welches andere Talent du anbietest, können wir nochmal drüber reden. Also ich würde erstmal auf Sicht würfeln. Gut, jetzt mal zeigen, was du so hast. Okay, ich würfel einfach mal, ne? Ja, einige Menschen, die da hin und her laufen, einige tragen Rüstung, andere tragen Leder. Gut, und dann würde ich mal lauschen, ob ich da irgendwelche Gesprächsfetzen oder so höre. Das ist nicht das Schwert, also natürlich durch den Abstand, aber nicht durch die Dämmerung. Ja, und ich habe herausragendes Gehör. Ja. Ich würfel einfach mal. So. Herausragend gibt wie viel? Fünf. Du kannst zumindest keine Drachen hören. Das ist gut, aber du kannst 1, 2, 3 Pferde hören, die sich im Inneren befinden. Du weißt nicht wo, aber es gibt auch Reiter. Drei Stück. Gut, dann kletter ich wieder nach unten. Und, was hast du Also. gesehen? Ja, Leute. Konntest du sehen, Menschenaufsehen. wie viele mit Waffen? Ja, mehr als fünf, weil weiter kann ich nicht zählen. Glaube ich. Was kommt nach fünf? Sechs. Boah, bist du klug. Der Mineneingang muss auf der anderen Seite sein, wenn er denn hier scheint er nicht zu sein. Ja, aber die haben auch Pferde. Drei Stück. Die hast du auch Das sollten wir gesehen. uns. Nee, ich habe sie gehört. Ah, okay. Dann sollten wir uns besser nicht sehen lassen, sonst sind Also die haben die schneller als wir. Kalvallerie.
Oder wie das heißt. Das heißt Reiterei, für die, die es nicht wissen. Gut, wir sollten das Ganze einmal umrunden. In einem weitläufigen Bogen, damit wir nicht entdeckt werden. In der Tat. Das von der anderen Seite nochmal beschauen. Dann gebt mir mal eine einfach so Schleichenprobe. Auch wenn ihr euch nicht wirklich darum bemüht, jetzt zu schleichen, zumindest nicht aktiv, aber geht trotzdem so ein bisschen darum, wie laut ihr wirklich seid. Auch wenn es nicht aktiv laut ist, aber ihr seid auch nicht aktiv leise. Eine Sekunde. Na, im Bornland ist es man nicht gewohnt, dass man leise ist. Da poltert man auch als Ritter durch die Gegend, gerade wenn man zum Widerorden gehört. Das ist auch nicht runtergefällig hier. Ja, während ihr gerade auf dem Weg zur anderen Seite seid, um hoffentlich sowas wie den Eingang zur Mine zu finden, da könnt ihr erkennen, wie ein Holzfäller wohl gerade auf euch zugeht. Und er hat euch wohl gehört. Noch nicht gesehen, aber er sucht wohl nach euch. Das kann man erkennen. Zumindest die Goblins können es erkennen. Psst, da kommt jemand. Ja, ich werde mich mal von ihm hinten anschleichen und ihn dann hier in den Wald ziehen. Hey, wir nehmen den einfach in die Zange und gut ist. Du links und ich das andere links. Genau, dann ziehst du ihm einen mit der Bratpfanne über den Zacker hoch. Versuch ihn nicht zu verletzen. Vielleicht ist er einer von denen, die hier gefangen gehalten werden. Da unterdrückt. Also ich würde mich mal von hinten an ihm anschleichen und ihn dann in den Schwitzkasten nehmen und ihm den Mund zuhalten. Okay, er hat euch gehört, zumindest den Ritter. Das ist also keine minus 8, sondern nur eine minus 5 auf den Angriff von hinten, beziehungsweise aus dem Hinterhalt. Ich würfel trotzdem mal eine Intuitionsprobe. 7. Das heißt, du kannst ihn nicht überraschen. Und du kannst mal eine einfache Raufenprobe machen. Das sieht gut aus. Er würfelt mal eine Parade. Willst du ihn anspringen? Er hat eine Holzfäller-Axt. Ja, ich will ihn halt so von hinten anspringen und ihm den Mund zuhalten, dass er nicht rufen kann. Mhm. Ja, wie gesagt, er pariert und hat natürlich eine Waffe in der Hand, auch wenn er dir vielleicht nicht was Böses wollte, aber den Angriff hat er irgendwie intuitiv gefahreninstinktig gespürt und du springst voll in seine Holzfäller-Axt für gelungene Parade. Sagenhafte, ich würde mal sagen, es macht 2W6. 2W6, als improvisierte Waffe. Okay. Dann gebe ich 1 und 1 sind 6. Und weil du nur eine Parade hattest, sind das dann die Hälfte. Also 3 TP. Aus natürlichen Rüstungsschutz. Also natürlich abziehen. Und du springst voll in das Axtblatt. Oh, du blöder Kerl! Goblins, verschwinde von hier! Nein. Ergib dich, böser Mensch. Ey. Ich bin hier, um die Mine zu befreien. Senkt eure Stimme. Ja. Komm nicht, um euch etwas zu tun, auch wenn es gerade so aussah. Was zum Geier? Wer seid ihr? Kein Geier? Ich denke, ihr solltet uns erstmal sagen, wer ihr seid. Damit wir wissen, auf welcher Seite ihr steht. Ich bin Ehren. Zumindest nennen mich alle Ehren. Eigentlich heiße ich Ehren Grimm. Bin Holzfäller. Du bist jetzt mein Gefangener. Während ihr da so steht, ihr könnt sehen, er ist... Wir sind im Dienste von Oleana von... Egelbaum. Von Dornach unterwegs. Ihr könnt ihn euch betrachten, er ist hochgewachsen, breitschultrig und dementsprechend kräftig für einen Holzfäller, hat schwarze Stoppelhaare und auch Bart, er ist echt ungepflegt und gerade wenn Goggle, Moggle und Goggle da neben ihm stehen und riechen, er hat echt einen ekelhaften Körpergeruch, also unglaublich verschwitzt, als hätte er noch nie in seinem Leben einen Bart gesehen. Weil du stinkst wie Müffeldrachen. Naja, du stinkst, kleines Mistvieh, er tritt nach dir. Du stinkst wie unsere Großmutter unter der Achsel. Unterlass das. Ja, so wem gehörst kannst, du? Du kannst einfach beiseite springen, während er nach dir tritt. Und er hätte tatsächlich wohl wirklich zugetreten mit seinem schweren Stiefel.
Wie, zu wem ich gehöre? Ich bin Holzfäller, habe ich doch gesagt. Ja, seit wann? Und seit wann hier? Seit immer hier. Ich habe eine kleine Karte hier draußen. Und du hast dich Mersing angeschlossen? Ich bin Holzfäller, Mann. Ich habe mich niemandem angeschlossen. Ich lebe hier. In der Garnison, bei der Mine. Hör mir doch zu, Mann. Ich mag zwar dumm sein, aber selbst ich hab gesagt, dass ich eine Karte habe. Du bist nicht vertrauenswürdig, weil du mich getreten hast. Ach ja, du bist nicht vertrauenswürdig, weil du ein Goblin bist. Ey! Lass meinen Bruder in Ruhe. Sonst hau ich dich. Ach ja, lass du meinen Bruder in Ruhe. Du hast doch beruhigt euch doch. Guter Mann. Was für eine Mann. Karte. Genau. Wie, was für eine Karte? Von dem Minendorf, meint ihr? Was? Er meint seine dumme Hütte. Ja, Mann, ich hab eine Hütte. Eine Karte, Mann. Könnt ihr uns die zeigen? Nein, da ist noch Platz für einen. Bisschen den Wald runter, aber ich sag euch nicht wo. Wenn die so riecht wie du, brauchen wir dich nicht dafür. Ach ja, du riechst. In letzter Zeit irgendwelche Drachenreiter gesehen? Hör auf, meine Schwester zu treten, sonst dreh dich zurück. Eins. Oh, ich möchte ausweichen. Bestätigt. Halbe Parade. Bestätigt nicht mehr. Halbe Parade, doppelter Schaden. Oh! Und er hat eine TPKK, er ist kräftig. Ich sag mal, er hat eine KK von 16. Dann kriegt er 2. Plus 2 sind 8. Verdoppelt sind 16. Ausdauerschaden. Und du kannst natürlich deine Rüstungsschutz abziehen. Er tritt volle Kanne gegen deinen Brustkorb. Ich falle um. Die Luft wird aus dem Mund. Also dann ziehe ich sofort jetzt meinen Speer und richte ihn auf ihn. Hast du meine Schwester getreten? Ich ziehe auch meinen Speer. Bram, was ist mit euch? Ich richte auch meinen Speer auf ihn. Und ihr Scheißkerle! Lass das! Waffen runter! Hast du gerade meine Schwester getreten? Sie hat mich beleidigt! Du greifst unsere Gruppe an. Ihr habt mich angegriffen, ihr Arschlöcher! Das ist mein Wald. Hey, wir sollten hier unsere Stimme ruhig halten. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wenn ich einmal rufe, dann kommt die Drachengarde von Mersing. Ja, und wie lange brauchen sie? Weiß ich nicht. Ja, wohl nicht lang genug. Ganz du wirst einfach, nicht mehr so du viel bist Zeit tot, haben. Bevor sie da sind. Aber ja, wenn ich rufe, dann seid ihr auch tot. Hat ist dein Leben hier so wenig wert? Wir wollen hier im Frieden auseinandergehen. Ich nicht, der ist ein Arsch. Aber ein richtiger Arsch und der stinkt wie ein Möffeldrache. Was wollt ihr denn jetzt hier? Dir nicht helfen. Die Mine befreien. Sehr großen Tannenzapfen suchen. Ihr wollt die Mine befreien? Ja, aber hier ist der Wald. Das ist ja nicht die Mine. Die Mine ist da drüben am Berg. Ja, wir wollten uns vielleicht nur umschauen. Ja, dann mach das, aber ich hab was gehört und dem wollte ich nachgehen. Nicht, dass hier jemand rumschleicht. Wenn ich geschlichen hätte, hättest du mich aber nicht gehört. Ronga, du meinst, er ist unglaublich dumm. Also er hat ein sehr einfaches Gemüt, wenn man es ein bisschen besser ausdrücken mag. Ob er es böse meint, er ist echt argwöhnisch euch gegenüber, klar. Du weißt aber nicht, zu wem er gehört oder ob er zu überhaupt irgendwem gehört. Also wie seine Moral jetzt gerade eingestellt ist, weißt du nicht. Ich würde Groggel auf Goblinisch sagen, dass er doch bitte ein Auge auf ihm behalten soll, während wir weitergehen. Der schleicht bestimmt besser als ich. Bis er uns nicht verrät. Lass mir ja meine Kohlen in Ruhe. Wenn du nochmal meine Schwester trittst, dann spieße ich dich auf und brate dich. Ich brate dich, du Wurst. Wir wollen nichts von dir. Eigentlich wollen wir nichts von dir. Du bist uns nur über den Weg gelaufen.
Lass mir ja meine Kohlen in Ruhe. Wir werden euch eure Kohlen in Ruhe lassen. Uns interessieren eure verdammten Kohlen nichts. Was ist mit den Kohlen? Wir gehen jetzt weiter. Ihr könnt Ehren oder den Ehrengrim könnt ihr dann stehen lassen. Er guckt euch noch hinterher mit einem mürrischen Blick, stellt seine Hände in die Hüften und so könnt ihr weitergehen. Eine kleine Straße, die ihr überqueren müsst, beziehungsweise ein ausgewaschener Fluss, der hier noch ein bisschen fließt und direkt wohl von dem Berg aus entsprudelt. Wird ihr mal drüber springen und landet auf der anderen Seite am Waldrand. Zumindest könnt ihr jetzt eine weitere kleine Mine erkennen. Die hat zwar keine richtige Palisade, sondern nur so einen Steinwall, der davor aufgebockt worden ist, damit man dann direkt nicht reinreiten kann. Und ein großes Eisengatter, was mittlerweile wohl nach und nach zugesperrt wird. Ihr könnt sehen, wie dort vier finstere Mordbrenner sehen, beziehungsweise einer sogar beritten, der guckt dann mit seinem schweren Spieß, guckt dann nach der Bevölkerung, eine kleine Glocke, die gerade erklingt und die Bauern, die Bergbauern, die dann gerade aus der Mine herausgerufen werden, die sortieren sich so ein bisschen, nehmen dann Aufstellung vor der Mine, die Taschen werden kontrolliert, ihr könnt sehen, wie ein großer Wagen mit Silber beladen wird und die Ausbeute des Tages dann wohl über den Weg in Richtung der Palisade demnächst gebracht werden soll. Das war echt ein doofer Mensch. Das ist richtig. Bauer Rogel hätte den bestimmt verprügelt. Bauer Rogel hätte den verflucht. Senkt eure Stimme, ja. Sie sind auf Sichtweite. Jetzt können wir abpassen, wie viele es schon mal sind. Hier draußen zumindest vier. Die werden wohl richtig bleiben, bis alles abtransportiert ist. Es wurde doch gesagt, dass drei Pferde haben. Das heißt, zwei sind noch. Die haben doch. Groggel hatte doch gesagt, dass er drei Pferde gehört hat. Ich kann mich da reinschleichen und die Sättel anritzen. Und wofür? Das? Naja, wenn sie versuchen zu reiten, fallen sie runter. Du würdest nur nicht bis dorthin kommen, wenn sie alle da sind. Naja, ich denke, bin gut. Wir warten, bis es dunkel ist. Es ist doch schon dunkel. Guck mal in den Himmel. Richtig dunkel. Wie viele sehen wir denn jetzt gerade? Sind es immer noch mehr als fünf? Also aktuell siehst du nur die vier Mordbrenner, die hier oben sind. Auf der Palisade kannst du gerade keinen erkennen, zumindest nicht von der Position aus. Aber auf dem Torhäuschen stand wohl mal einer. Also das wäre dann die fünfte Person, auch wenn du sie gerade nicht sehen kannst. Wie gesagt, hier sind vier und einer davon ist beritten. Und wir sehen jetzt auch den Eingang zur Mine, richtig? Den Eingang zur Mine. Also ihr steht jetzt hier und könnt dann darüber blicken. Das ist jetzt ungefähr Abstand von euch zu dem. 130 Meter, es ist zwar dunkel, aber das könnt ihr sehen, weil da Fackeln brennen. Erlassen die das, was sie abtransportieren wollen, abtransportieren und warten, bis der Mineneingang nicht mehr bewacht wird. Dann gehen wir rein und dann macht das, was Azim vorgeschlagen hat. Wie gesagt, vielleicht können wir uns da drin auch genug zurechtfinden. Vielleicht gibt es einen Weg hinein, der allerdings zu klein ist, um das Silber durchzutransportieren. Wenn ich das nicht für wahrscheinlich halte. Wenn er sagt, dass seine Magie da einen Weg findet, dann glaube ich ihm. Er ist ein großer Magier. Ihr habt ihn nicht zaubern gesehen, Goblins, er ist von großer Macht. Ja, das kann ich bestätigen. Kasim ist ein sehr großer Zauberer. Also ihr versucht uns jetzt gerade zu erzählen, dass er auch so ein Schamane richtig ist. Wenn ihr das so nennt. Aber das können wir auch diskutieren, wenn wir nicht aufmerksam sein müssen. Und Kasim geht mal irgendwo hinter einem Busch, dann sauber in die Hocke. Im Zweifel legt er sich auch einfach hin und behält den Eingangsbereich im Auge. So, ich suche uns hier kurz außerhalb der Sichtweite einen Platz, wo wir ruhen können. Von wo aus wir uns in Sichtweite begeben können und spähen.
Ich würde mich versteckt hinterm Baum sitzen, mein Messer rausholen und noch ein bisschen schnitzen, während wir warten. Okay. Ich flechte einen Korb für mein neues Huhn. Ich kontrolliere die Bindung am Speer, dass die Klinge richtig sitzt und die Riemen an meinem Schild. Dann Qualitätsstufe des Lagerplatzes. Eine Wildnislebenprobe. Es ist bereits dunkel. Plus 5. Habt ihr eine Geländekunde für den Wald? Ja. Ja. Gut. Minus 3. Ja. Plus 5. Für jeden weiteren Suchenden hält mit einer passenden Geländekunde nochmal minus 2. Das ist einmal Goggelmoggel. Ja. Groggel. Ist Ronga, minus 4. Ja, und Ronga selber, der hat eine minus 3 und ihr beide habt eine minus 2. Dann, die Helden werden verfolgt oder müssen auf Geheimhaltung achten. Ich hoffe, dass ihr das macht. Ist eine plus 5. Ja, natürlich. Klar. Gut. Dann für den Wald selber, ich gebe euch eine plus 2 für die Region. Das ist kein Hochgebirge, es ist irgendwie waldig, aber sowas wie hügelig ist es hier zumindest in der nächsten Umgebung. Gut. Also wir können noch zweimal gebirgskundig anbieten, falls das eine Auswirkung hat. Die Geländekunde ist da schon drin. Es war nur die Frage, wie ich das dann von dem Terrain dann bestimme. Also die Region Tundra eine plus 2, Hochgebirge plus 4, Sümpfe wäre eine plus 6 oder sowas. Also ich gebe da einfach eine plus 2 für so eine Art Waldgebirge. Jetzt ist die Frage, müssen das alle würfeln? Nee, einer. Okay. Ronga. Ich. Achso, nur Ronga würfelt? Okay, gut. Ja. Ihr könnt natürlich auch einen persönlichen Schlafplatz würfeln. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie ich eine Spezialisierung würfel, aber ich habe die Spezialisierung Wald. Ich würfel mal. Doppel 1? Ja. Nice. Dann, ich guck gerade mal Bedeutung. Ebener Untergrund. Also wir sind zwar in einem sowas wie ein Gebirge, aber es ist dann trotzdem die Stelle, die du gefunden hast, eben. Es ist trocken, also trotz dessen, dass es die ganze Zeit schüttet, wie aus Kübeln, es ist trocken. Also wahrscheinlich hast du sowas wie keinen Höhlengrund oder sowas gefunden, wo Fels übersteht. Ein Gewässer ist in der Nähe, also das ist vor allem dann auch trinkbar. Das wird dann wahrscheinlich der Bach sein, der dann hier an euch entlang fließt. Wald und Gehölz ist in der Nähe, das ist sowieso der Fall, aber es muss dann eben auch für ein Feuer reichen und das ist der Fall. Es ist windgeschützt, es ist regengeschützt, es gibt keine Krabbeltiere, es ist kein Jagdrevier. Gute Nahrungsversorgung, das heißt, es gibt irgendwelche Pilze, die ihr euch noch besuchen könnt. Beziehungsweise für die Goblins wird dann irgendwie ein paar Spinnen, die ihr von den Wänden naschen könntet. Gute Verteidigungsmöglichkeiten und das ist versteckt. Also es ist alles drin, was ihr braucht. Ja, perfekt. Ich gehe noch Pilze sammeln. Ja, könnt ihr auf alle Fälle tun. Individueller Schlafplatz lasse ich euch jetzt einfach mal die Probe, denn mit der Doppel-1 ist das für euch alle ziemlich luxuriös, wenn man das Gebirge bedenkt. Währenddessen kann Kasim beobachten, wie die Bergarbeiter allesamt rausgebracht werden. Der Wagen mit dem Silber wird ebenso abtransportiert und der Weg wird angetreten von hier über den Weg entlang folgend über eine kleine Brücke, bis zu dem Haupthaus, wo sie drin verschwinden. Die Fackeln sind mittlerweile allesamt gelöscht, sodass es nur noch das schwere Eisentor gibt und sonst ist alles still. Also zumindest hier raus ist alles still. Im kleinen Dorf, grob 80 Einwohner, hattet ihr gehört, das mag vielleicht stimmen. Zahlreiche Gebäude, die da stehen, zahlreiche Schlote, die mittlerweile angezündet worden sind und Kamine, die brennen. So kommt Kasim wieder zu den anderen, nachdem ihnen die anderen gesagt haben, wo Ronga ein kleines Plätzchen gefunden hat. Das ist der perfekte Lagerplatz. Sauber. Der Eingang ist jetzt frei. Bevor wir uns dorthin aufmachen, kann jemand von euch Schlösser knacken? Ich kann's auf jeden Fall nicht. Ich hab einen Hammer. Das wäre die laute Methode. Wir hätten den doofen Typen mitnehmen sollen, der hat einen Dickschädel, damit wir die Tür einrammen können. Kannst du da nicht irgendwas machen, Kasim? Weil in seinem Schloss lässt sich für einen Magier doch bestimmt leicht öffnen. Es gibt einen Zauber zum Schlösser öffnen, den kann ich nicht. Ich könnte allerdings im Zweifel das Wetter so anpassen, dass sie selbst einen lauten Öffnungsversuch nicht mitbekommen würden.
Dann könntet ihr das Schloss aufhämmern und ja, es gibt halt Platzregen. Sprich, man hört und sieht selbst das Hämmern höchstens 10 Schritt weit. Wäre eine Möglichkeit, aber ihr solltet eure nicht allzu viel eurer Kräfte schon verbrauchen, bevor wir überhaupt im Lager sind. Es steht uns ein Kampf bevor. Frosty, wie ist die Wetterbedingungen oder wie ist das Wetter jetzt genau? Ja, können wir mal in Liber Cantiones reingucken auf die Wettermeisterschaft. Es regnet auf alle Fälle. Wir haben Herbst, es ist kalt. Sag mir mal auf der Liber Cantiones, wo steht das?